Die Taube unter Schacht hält Apfelgrün hinter den Ohren, steckt wie Oma unterm Arm und tausend Freunde schon verloren. Auf Backbrötchen, Körperhaltung und komplett ohne Stil, bis ins Letzte noch sexistisch und berechnendes Kalkül. Aus dem Herzen der Natur und die Angst vor dem Wald. Doch ist es ziemlich ruhig, bis die Autobombe knallt. Ich am liebsten. Sie ist ein depressives Fötzchen. Teure Schickse ohne gültige Lizenz. Meine Breit zur Selbstbestätigung, die DJ ist nicht weit. Der Belästigung als Business und juristischer Bescheid. Bitch better have my money. Sie ist nur eine kleine Bitch, intolerant bei der Laktose. Ist beim Anwalt für die Schlampe schon eine lange Monologe. Nach der Forderung sofort in ihr Bett gemacht. Mancher glaubt, ihre Mutter hat den Storch in sein Nest gekackt. Sie wird so gern als Superstar im Dschungel kämpfen gehen. Dafür hat sie zwischen den Ohren ein kleines Temperaturproblem. Für die grüne Gucci-Bluse. Messer rein, Gedärme raus. Geerbte Wäsche mit Lineal im Schrank eingerichtet, bei der Selbstreflexion den Kopf nicht abgedichtet. Zeigen deutlich ihre Tierquälerei. Zum Pferdearsch ein Pony, wäre Fassadenmalerei. Es muss wirklich ein unglaubliches Gefühl sein, auf diesem Pferd zu sitzen. Eine Menge Leute würden gerne mal den Darm auf ihr entleeren. Dafür würde sie eine Nachhilfestunde noch entbehren. Damit ist ja nun endlich Schluss. Sie tut sogar Blasen, wenn einer pissen muss.
glaube jetzt wirklich, also wir haben Toti das alles schon sehr oft gesehen, wir haben ihn auch lange nicht gesehen. Wer weiß, was man da so in der Erinnerung verdrängt, verherrlicht. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, ich habe den, glaube ich, noch nie so gut gesehen wie heute. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen.